Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei. Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwind? Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn. Verdammt. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Vorsicht! Hier sind sie durch alle verloren. Ich muss nach Spuren suchen.
Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Hufspuren. Ein Hexer, wahrhaftig und lebendig. Sieht aus, als würde es lahmen. Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden, aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie ein Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz bis kaum der letzten Hufe sein.
Viscount, bitte. Dich nennt doch jeder Rittersporn. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest... Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald... Still, ich höre doch was. Nein, weißt du, ich und ein Knebel, wir passen nicht. Welche letzten Worte? Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Packt die Schlampe! Reißt euch zusammen, Jungs! Das geht uns nichts an, Kumpel! Sie haben die Tore blockiert! Wir müssen rennen! Schnapp dir ein Pferd! Zum Tempel! Reißt euch zusammen, Jungs! Schlagt ihn! Tötet ihn! Lasst ein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Oh!
Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Tja, entzückt war er nicht. Du hast bei der Gelegenheit nicht zufällig ein gutes Wort für mich eingelegt? Nein? Vielleicht, dass ich ihn nie betrügen wollte und dass er es mit dir zu tun kriegt, wenn er mir ein Haar krümmt? Ich hatte nicht genug Zeit. Du scherst dich einen Dreck um deine Freunde. Was ist mit Siggi Reuven? Wie geht's dem? Gut, soweit ich weiß. Das ist schlecht. In mir nagt der Verdacht, dass er ein klein bisschen wütend auf mich ist. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs, dessen Beschwörung. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich.
Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Ich diene dem ewigen Feuer. Sieh dir den Mutanten an. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Hier treiben oder beim verwässerten Wein verscherbeln. Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Entschieden hast.
Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwind jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Gut, versuchen wir die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Hey, Hübscher. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld, also... Wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich's dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man einen Freund, wenn man ihm Geld leiht. Aber ein Gefallen ist was anderes. Was für ein Gefallen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen?
Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Meine Achseln stinken erbärmlich. Aus welchem Dorf kommst du? Weiden. Timerien. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Wir wollen Monster mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Elfenblut, was? Ich bin beschäftigt. Hab zu tun. Aus Velen geflohen sind? Bei einem Sturm. Das zweite Schwert. Ah, wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu, ihr kennt euch gut? Ja, obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat. Früher war er wohl ein Kaufmann. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern, aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber einen Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Findest du hinter den Mauern. Sheba! Verfluchte Jäger! Was haben die armen Elfen ihnen bloß getan? Aha. Räufen nimmt einen Teil, Hacker nimmt einen Teil. Wie soll man da noch gehen? Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane.
Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm. Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Ongar! Du wirst es nie lernen. Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch, da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ich fühle mich heute nicht so komisch. In Ordnung? Du bist dran. Edgybet! Was machst du denn? Ich glaube, das ist schon unser aller Kind. Anderling, nicht wahr? Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Bezahlter Verräter! Nils Gärtner, kein! Ich glaube, mein Sohn, bitte. Die Frau ist an der Ruhe gestorben. Du hast deine Liebsten wenigstens bekommen. Oh, Mann hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Geben? Mann, warum so eigentlich, mein Prinz? Und Kaffee. Geschenk dagelassen.
Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein? Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Noch mehr Regen. Gute Leute! Magier haben das Haus der Jäger angezündet! Sie wollen die das Stadt niederbrennen! Wir sagen es jetzt zum letzten Mal! Verschwinde! Gnade! Wir haben zwei Kinder! Wie soll ich... Wie sollen sie... Polly, Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Verdammt. Nicht hier. Würde sie... Au!
Der Schlüssel. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh. Hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Thank you.
natürlichen Stopp, Fantasie. Stopp, ihr spinnt in den Arsch! Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Das wirst du bereuen, Mutant. Verlieren wir die Nerven. Was immer Rautleck dir schuldet, alles in diesem Haus gehört mir. Willst du was zurück? Geh zum Wegelbutanwesen. Da verwettet Rautleck seine letzten Kronen bei den Rennen, schätze ich. Und jetzt verschwinde zum Teufel. Hey! Ich sag's dir, die Stadt wird sich selbst verschlingen. Was soll dieser Mist, Frank? Das ist... nicht rumgegangen. Oh. Eine Abscheulichkeit. Das muss Wegelmut Gedächtnis werden. Also reitet, lauft oder fliegt, so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelmut. Und wie alles dralle Weibsbilder ausgehen. Meine Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Gerald von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seher muss heute auf Athos. Teilnehmer in den Sassen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Wir werden unsere Anteile. Weiter so, Plätze.
Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieg? Nicht übel, aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Vorsicht! Die reinste Harmonie zwischen Boss und Reiter. Du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe in der Schale. Aber du knallst doch nicht. Ich kenne ein ganzes Fass. Natürlich lebe wohl. Das kann ich mir nicht zulassen. Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich De Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Am besten machst du im Gasthaus keinen Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Na schön. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben.
ja! So ist's gut. Die Pflicht ruft. Ich bin alles so leid. Heute werden wir alle froh. Hol die wilde Jagd euch alle. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Du musst elegant aussehen, wie ich. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich, natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schal. Das dauert. Weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Götter... Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Wer könnte das getan haben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht das erste Opfer dieses Täters ist. Wie kommst du darauf?
Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rettersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben, wie bei tumorösem Geschehen. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht dasitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Geh voran. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Vergebens. Da habe ich die Sache eben in die Hand genommen. Kostenlos? Ihr verdammten Idealisten macht uns noch das Geschäft kaputt. Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei?
Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Vergebens. Da habe ich die Sache eben in die Hand genommen. Kostenlos? Ihr verdammten Idealisten macht uns noch... Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Hey! Hilfe! Hilfe! Wie schmeckt dir das, Silber? Scylla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah.
Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da. Sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt, ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen, verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit. Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim.
Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Bardin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber... Das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jeder Mann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich will dich nicht drängen. Danke. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge.